Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video klären wir die Frage, wie Adolf Hitler an die Macht kam. Dazu klären wir, welche Umstände dazu führten, dass die Nationalsozialisten an Macht gewannen. Im Genaueren klären wir den Prozess der Machtübergabe. Zum Ende des Videos werden wir noch die Folgen der Machtergreifung Hitlers klären. Und jetzt viel Spaß mit diesem random Lernvideo. Steigen wir ein, indem wir die Vorgeschichte klären. Hitlers Machtergreifung bzw. der Weg dazu begann praktisch nach dem Ersten Weltkrieg, zu dem wir auch ein Video gemacht haben. Die Bevölkerung war über die Niederlage der deutschen Truppen nicht besonders erfreut. Die Bevölkerung wurde zunehmend unzufriedener und es kam zu Aufständen, die auch als Novemberrevolution bezeichnet werden. Die Monarchie war am Ende und der Kaiser musste abdanken. Am 9. November 1918 wurde von Philipp Scheidemann die Republik ausgerufen. Dieser Tag markiert den Beginn der Weimarer Republik. Die Weimarer Republik hatte immer wieder mit nationalen Unruhen zu kämpfen und musste zudem internationale Friedensverhandlungen führen. Außerdem war die Regierung noch sehr jung und folglich ziemlich fragil. 1923 versuchte Hitler mit seinen Verbündeten, die Regierung zu stürzen. Der Putschversuch scheiterte jedoch und Hitler musste ins Gefängnis. Zudem wurden die bewaffneten Truppen der NSDAP verboten. Durch den Putschversuch erlangte Hitler größere Bekanntheit in ganz Deutschland. Vor dem Putschversuch war er noch ein relativ unbekannter Politiker. Nachdem Hitler seine Kampfstrafe abgesessen hatte, wurde 1935 die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, kurz NSDAP, und auch die Sturmabteilung, kurz SA, neu gegründet. Ab diesem Zeitpunkt setzte Hitler nicht mehr auf Gewalt, um an die Macht zu kommen. Er verfolgte die Strategie des Legalitätsprinzips. Die Nationalsozialisten sollten durch legale Mittel, wie zum Beispiel Wahlen, an die Macht kommen. Jedoch blieb Hitler als alleiniger Führer der Partei, was wenig mit Demokratie zu tun hat. Zudem verfolgten, prügelten und tötete die SA weiterhin politische Gegner. Dieses Verhalten sowie das Wahlprogramm, das sehr viel Antisemitismus, Gewalt und dergleichen enthielt, schreckte viele Wähler ab, weshalb die NSDAP eine kaum bedeutsame Splitterpartei blieb. Jedoch kam der NSDAP die politischen Situationen innerhalb der Weimarer Republik zugute. Die Republik war auch in der eher ruhigen Zeit ziemlich instabil. Die vielen Parteien waren nicht kompromissbereit genug, weshalb das Volk zunehmend Vertrauen in die demokratischen Parteien verlor. Dadurch gewannen die radikaleren, antidemokratischen Parteien von rechts und links an Stimmen. Die extremen Ansichten kamen bei den Wählern gut an, was der Kommunistischen Partei Deutschlands, kurz KPD, und der NSDAP viele neue Wählerstimmen brachte. Das führte dazu, dass Paul von Hindenburg Reichspräsident wurde. Hindenburg führt die oberste Heeresleitung im Ersten Weltkrieg und war ein Antidemokrat. Zudem waren sämtliche Parteien zu dieser Zeit bewaffnet. Während die deutsche Armee nur hunderttausende Soldaten hatte, hatte die NSDAP mit der SA 400.000 Soldaten und mit der SS noch 50.000 weitere. Dazu kam, dass 1929 die Weltwirtschaftskrise begann, die dazu führte, dass rund 6 Millionen Menschen arbeitslos wurden. Durch die Weltwirtschaftskrise zerbrach die Koalition der Weimarer Republik, die zu der Zeit aus vielen Parteien bestand. Es kam zu Neuwahlen, bei denen die Bevölkerung nochmal verstärkt die radikaleren Parteien wählte. Wieder gewannen die KPD und besonders die NSDAP viele neue Stimmen. Die NSDAP hatte nun statt 2,6% 18,3% und war damit zweitstärkste Partei im Parlament. Außerdem spielte die Weimarer Verfassung an sich der NSDAP in die Karten. Durch die Präsidialkabinette und zwei Artikel der Verfassung ließ sich die Demokratie regelrecht aushebeln. Der Reichspräsident konnte das Parlament auflösen und dafür sorgen, dass die Regierung mithilfe einer Notverordnung ohne Kontrolle durch den Reichstag regierte. Die Präsidialkabinette werden wir an dieser Stelle nicht weiter vertiefen. Es ist nur wichtig zu wissen,
dass die Präsidialkabinette bereits in Richtung Diktatur zeigten. Außerdem schlossen sich im Oktober 1931 sämtliche rechte Parteien, darunter auch Hitlers Partei, zusammen. Obwohl es unter den rechten Parteien Unstimmigkeiten gab, wurde in Bad Harzburg der Harzburger Front geschlossen und die Rechten arbeiteten gemeinsam. Die linken Parteien, KPD und SPD, waren jedoch eher verfeindet und arbeiteten nicht zusammen, was dazu führte, dass die Rechten keine wirkliche Konkurrenz hatten. Die Nationalsozialisten passten zudem ihren Wahlkampf an. Es werden für jede Zielgruppe individuelle Plakate geschaffen, damit so viele Menschen wie möglich angesprochen werden konnten. Außerdem ließ Goebbels, der den Wahlkampf leitete, statt NSDAP fast immer nur Hitler auf Plakate schreiben. Dadurch sollte ein regelrechter Personenkult um Hitler geschaffen werden, der natürlich zum Ziel hatte, neue Wähler zu akquirieren. Zudem flog Hitler von Kundgebung zu Kundgebung, was eine regelrechte Attraktion darstellte. Währenddessen machte die SA Jagd auf politische Gegner und verletzte oder tötete sie. Durch die Aktionen erreichte die NSDAP extrem viele neue Wähler, wodurch die NSDAP zu der mit Abstand stärksten Partei wurde. Trotz dieser Erfolge und Maßnahmen kam keine Regierung zustande. Dies stürzte die Nazis in eine tiefe Krise, in der Hitler erkannte, dass er nicht durch Wahlen, sprich legale Mittel, an die Macht kommen könnte. Jedoch hatte Hitler antidemokratische Helfer. Der von Hindenburg berufene Reichskanzler Kurt von Schleicher plante eine Art Koalition aus allen Parteien, bei der alle Kräfte an einem Strang ziehen sollten. Im Prinzip wollte Schleicher den Reichstag auflösen und ohne ihn mit Hilfe einer befristeten Militärdiktatur regieren. Dies gelang Schleicher jedoch nicht, da der Widerstand zu groß war, da der Reichskanzler Hindenburg dies als zu großen Bruch mit der Verfassung sah. Einflussreiche, die Hindenburg nahe waren, lehnten Schleicher zudem als zu sozialistisch ab. Der vorherige Reichskanzler, Franz von Papen, versuchte zudem wieder an die Macht zu kommen. Seine sowie Hindenburgs Berater rieten, Hitler zum Reichskanzler zu machen. Von Papen plante Hitler als Vizekanzler zu beeinflussen, zu lenken und zu bremsen. Bevor Hitler final zum Reichskanzler wurde, war die Demokratie also bereits geschädigt, wenn nicht sogar ganz am Ende. Die eigentliche Machtübernahme erfolgte am 30. Januar, als der Reichspräsident Paul von Hindenburg Hitler zum Reichskanzler ernannte. Dadurch gewann Hitler extremst an Macht. Am 1. Februar wurde zudem der Reichstag aufgelöst und es wurden Notverordnungen erlassen, die die politischen und demokratischen Rechte einschränkten. Wichtige Punkte auf dem Weg in Richtung Diktatur waren auch die Reichstagsbrandverordnung vom 28. Februar 1933 und das Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933. Durch diese Regularien verlor der Reichstag praktisch jegliche Macht und Entscheidungsgewalt. Hitler und die NSDAP hatten dadurch die Macht inne. Dies legte neben dem Grundstein für eine Diktatur auch den Grundstein der Judenverfolgung. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Durch die gewonnene Macht war Hitler Deutschlands Diktator und konnte nahezu frei entscheiden. Hitlers Machtübernahme führte schlussendlich dazu, dass 1939 durch Hitlers Angriff auf Polen der Zweite Weltkrieg ausbrach. Infolge des Zweiten Weltkrieges verloren 6 Millionen europäische Juden das Leben. Insgesamt kamen zwischen 60 und 70 Millionen Menschen ums Leben. Man darf dabei nicht vergessen, dass Hitler sowie die NSDAP zunächst durch völlig legale Mittel an die Macht kamen. Das war's auch schon mit diesem Video. Hoffentlich konnte es euch helfen, Hitlers Machtübernahme sowie die Vorgeschichte und die Folgen zu verstehen. Lasst gerne eine Bewertung und ein Abo da. Wie immer könnt ihr Wünsche und Vorschläge für neue Random Lernvideos in den Kommentaren dalassen. Checkt auch unseren Discord-Server und unser Instagram-Profil ab.